Diese Bleistifte sind nicht zum Zeichnen da. Graphitminen sind das Rohmaterial für den Schnitzkünstler Salawat Fidai. Heute soll ein Wolf aus der US-amerikanischen Kultserie Game of Thrones entstehen. Salawat Fidai hat in seiner Wohnung in der russischen Stadt Ufa ein Atelier. Viel Platz braucht er nicht. Seine Skulpturen sind ja meist nur zwischen 2 und 5 mm groß. Konzentration und Präzision sind gefragt. Ich kontrolliere meine Atmung und muss an den Skulpturen zwischen meinen eigenen Herzschlägen arbeiten. Denn unter dem Mikroskop sieht man, wie der Herzschlag die Klinge bewegt. Deswegen ist diese Arbeit wie eine Meditation. Motive aus Game of Thrones sind nicht nur heute sein Thema. Vor 2 Jahren hatte Salawat Fidai eine Ausstellung mit 30 Miniaturen, die von der Serie inspiriert waren. Die Arbeit der Künstler, der Requisiten und Kostümmacher der Serie regt mich kreativ an. Ich bin ein großer Fan. Und als Fan arbeite ich gerne nach den Motiven dieser Serie. Seit 2014 konzentriert sich Salawat Fidai fast ausschließlich auf Bleistiftminiaturen. Sein Material kauft er in einem Künstlerbedarfgeschäft in der Stadt. Graphit ist sowohl plastisch als auch hart. Man kann deswegen viel damit machen. Mein Traum ist, dass Graphit als Material in der Kunst eines Tages genauso angesehen ist wie Marmor, Bronze oder Ton zum Beispiel. Mit seinen Bleistiften ist Salawat Fidai schon weit gekommen. Auch im Ausland werden seine Miniaturen regelmäßig ausgestellt. Der Künstler arbeitet in Ufa, einer Millionenstadt in der Nähe des Uralgebirges. Doch die meisten Käufer hat er nicht in seiner Heimat, sondern in den USA, Australien und Europa. Ich denke, wenn Van Gogh damals einen Instagram-Account gehabt hätte, wäre er schon zu Lebzeiten berühmt gewesen. Das Internet ist da der entscheidende Faktor. Jetzt ist es nicht wichtig, wo du bist, wo du wohnst. Mit den sozialen Netzwerken kann man in der ganzen Welt bekannt werden. Auf Instagram hat Salawat Fidai mehr als 760.000 Abonnenten. Vor allem die Entstehungsvideos zu seiner Arbeit kommen gut an. Er ist über Umwege bei der Kunst gelandet. Nach über 2 Jahrzehnten Arbeit im Vertrieb ist der studierte Anwalt aus dem Büroleben ausgestiegen. Seit 2014 lebt er komplett von seiner Kunst. Rund 1.000 Euro kosten die Miniaturen mittlerweile. Für jedes Werk braucht er mindestens 8 bis 12 Stunden. Meistens aber mehrere Tage. Nach stundenlanger Arbeit zersplittern die Spitzen der Stifte manchmal im letzten Moment. Auch nach über 400 geschnitzten Bleistiftspitzen zieht die Miniaturkunst Salawat Fidai immer wieder an. Diese Makrowelt ist wie ein eigener Kosmos für mich. Je mehr ich vergrößere, desto interessanter wird die Struktur des Materials für mich und die Oberfläche. Die sieht unter dem Mikroskop ganz anders aus. Und das ist für mich eine Herausforderung. Kann ich noch mehr Details bei so einem kleinen Objekt machen oder nicht? Salawat Fidai hat sich mit seiner Bleistiftkunst ein Miniaturuniversum geschnitzt und so in der Stadt Ufa seine Nische in der internationalen Kunstwelt gefunden.